Das Erwachen des Gefühlsklärers. Dies ist der Punkt, den du vielleicht über lange Zeit herbeigesehnt hast und doch erst eintrat, den du aufhörtest, es herbeizusehnen und einfach deinen Weg gegangen bist, dein Potenzial entfaltet hast. Dass dieser Punkt erst dann kam, das hat mit etwas zu tun, was weit über das hinausgeht, was manche als Spiegel betrachten. Denn diese ersehnte Vereinigung, dieses Stehen zu der Liebe, dieser Pfad wird erst dann endgültig frei, wenn du in deiner Kraft, in deinem Potenzial bist. Denn erst an dieser Stelle kann er dich erkennen, also dich wiedererkennen, im Außen das sehen, was er innerlich in dir schon immer geahnt hat. Der wirkliche Zwillingsflammengefühlsklärer ist tatsächlich ganz, ganz anders als jener Mensch, der sich nicht für dich interessiert. Oder jener, der dich als Karma XXL-Partner einfach nur ausnutzen will. Manchen von denen ist es bewusst, die meisten spüren es eher als Gefühl oder als inneres Wissen, dem sie vielleicht doch nicht vertrauen, ja sogar meistens nicht vertrauen. Sie spüren, wer du wirklich bist. Sie spüren dein Potenzial und sie sehen den Widerspruch im Außen. Im Außen bist du vielleicht noch das Opfer deiner Ängste, der Spielball deiner Umstände und vielleicht auch deiner Triebe. Und genauso wie du siehst, was er für ein Potenzial hast, genauso wie du dazu geneigt hast, ihn auf ein Podest zu stellen und dann doch unendlich enttäuscht feststellen musstest, dass er dieses Potenzial nicht wirklich vorhat zu verwirklichen oder es auf eine unvollständige, minderwertige Weise verwirklicht. Ich meine solche Dinge wie ein großartiger Künstler, der seine Werke geheim hält. Sowas wie ein großartiger Ingenieur, der als kleines Rad für einen Konzern arbeitet und einfach nur tut, was man ihm aufträgt. Ich meine den spirituellen Heiler, der seine Fähigkeiten einmal eine Stunde am Wochenende kostenlos zur Verfügung stellt und 40 Stunden, vielleicht sogar mehr, für einen Konzern arbeitet, der nichts weiter tut, als unser Essen zu vergiften. Mit der armseligen Begründung, ja, für spirituelle Arbeit kann ich kein Geld nehmen, für das Vergiften von Essen schon. Nein, so deutlich wird es nicht ausgedrückt, aber darauf läuft es hinaus. Und in irgendeiner Weise, sei es auf beruflicher Ebene oder auf anderer Ebene, erblickt auch er in dir was ganz Besonderes. Und weil er sich eben seines eigenen Potenzials nicht bewusst ist oder dieses Bewusstsein geradezu unterdrückt und in dir jemanden sieht, der ihm ebenbürtig ist, mindestens ebenbürtig, vielleicht sogar weit überlegen, weil du genau die Fähigkeiten hast, die er nicht zu haben glaubt. Genau deswegen geht er in die Ablehnung. Erstens, weil er fühlt, deiner nicht würdig zu sein. Zweitens, weil er weiß, wenn du entdecken würdest, was er für ein Versager ist, ja, das glaubt er zu sein. Und seine Lebensführung bisher könnte ja vielleicht auch dafür sprechen. Also, wenn du zur gleichen Ansicht über ihn kämst, wie er über sich hat, dann würdest du ihn verlassen und dieses würde ihn emotional zerstören, das weiß er. Also, solange du nicht in deiner Kraft bist, kann er dich nicht annehmen. Nicht, weil er dich nicht liebt, sondern weil er genau weiß, dass seine Anwesenheit dich in deiner Entwicklung behindern würde, verhindern würde, dass du dein Potenzial entwickelst. Dass du zu der Person wirst, die du seit deiner Geburt, ja, vor deiner Zeugung werden solltest. Das ist der Grund, warum du überhaupt einverstanden warst, auf diese Welt zu kommen. Und auch, wenn er nicht spirituell ist und diese Dinge irgendwie für Unsinn halten würde, auch dann spürt er unbewusst, dass seine Anwesenheit das Ganze stört. Mehr oder weniger bewusst, meistens weniger, wartet er also darauf, dass du erwachst, dass du dich entfaltest, während du darauf wartest,
dass er endlich hervorkommt, endlich zu sich und seinen Gefühlen steht, endlich die Größe hat, dies seiner Partnerin zu offenbaren. Und währenddessen bist du in deinem Mauseloch und unternimmst gar nichts. Vielleicht bist du noch selber verheiratet, vielleicht bist du noch abhängig von den Zuwendungen deines Ex-Partners. Vielleicht lehnst du es ab, genau das zu tun, was in deinem Herzen längst klar ist, genau das, was du immer schon tun wolltest, um die Erfüllung in dir zu finden. Und nun dieses Video, das geht um das Erwachen des Gefühlsklärers. Und nein, ich werde dir jetzt nicht so etwas sagen wie, siehst du bist die Gefühlsklärerin. Ich meine, wenn du mir schon länger folgst, dann ist dir bestimmt klar, dass wir beide Anteile in uns tragen. Und nein, das sollen keine Vorwürfe sein. Es geht darum, dass du mal hinschaust, ob das, was ich da gesagt habe, nicht irgendwie zutrifft. Oder inwieweit es noch zutrifft. Denn ich bin mir klar, dass viele, viele, die das hören, schon gewaltige Schritte gegangen sind. Und jedes dieser Schritte war ein Sieg, ein großer Sieg. Nun gehen wir also zurück zum Erwachen des Gefühlsklärers und sei dir bewusst, dass ein Teil dessen auch in dir wohnt. Auch wenn es vielleicht nur noch ein kleiner Teil ist, aber auch dieser Teil muss gehen. Denn Gefühle klären bedeutet nur, sich ihrer tatsächlich bewusst werden und anschließend zu ihnen zu stehen. Ja, es heißt nur, ich fühle das. Ich fühle das. Das ist doch das, was du wahrscheinlich über lange, lange Zeit, vielleicht sogar verzweifelt, von deinem Gefühlsklärer gefordert hast. Nun, in ihm passiert genau das, was in dir passiert. Die Gefühle erwachen zur Bewusstheit. Und so manches Gefühl, was nicht dahin gehört, wo es ist, das geht dann, wenn es einmal richtig bewusst wird. Nur, dass es in ihm häufig in weit größerem Ausmaße passieren muss, als dir, denn du bist weniger der Klärer, sondern mehr der Festhalter. Ja, und auch dieser Teil wohnt in ihm, denn auch er hält an Dingen fest, an die er nicht festhalten sollte. Zum Beispiel einer durch und durch toxischen Partnerschaft oder an einem durch und durch verdorbenen Verhältnis zu seiner Familie, vielleicht auch zu seiner Arbeit. Und weil er weit mehr zu klären hat und du weit mehr als er loszulassen hast. Denn das ist der Schritt, der jetzt dran ist. Du bist der Loslasser. Ja, und du sollst nicht ihn loslassen. Nein, das ist nicht der Punkt. Denn dieses Loslassen, das hat relativ wenig mit ihm zu tun. Es scheint so, denn überall sagt man dir, lass ihn los, such den anderen. Also gut, du hast dir also ersehnt, dass er erwacht und du möchtest wissen, was in ihm vorgeht. Und vielleicht möchtest du auch wissen, wie er erwacht, was in ihm geschehen muss, damit er erwacht. Nun, dann lass uns in den nächsten Podcasts mal schauen. Lass uns mal einen tiefen Blick auf ihn werfen, aber sei dir bewusst, dass dieser tiefe Blick auf ihn, so wie ich es dir in diesem Podcast gesagt habe, auch ein tiefer Blick auf dich ist. Und dass solange du einfach nur auf ihn blickst in der Hoffnung, dass sich was tut, irgendwas ändert, damit er sich dir zuwendet und du dann nichts mehr zu tun hast, dass das eine Illusion ist und auch das werden wir in den nächsten Podcast vertiefen. Und nun, gib dir ein bisschen Raum, damit sich das setzen darf.